Auch hier natürlich, ich brauche die Tangentialebene an diese Funktion. Also fange ich an mit der Nebenrechnung. Und zwar in der Nebenrechnung, ich brauche die partiellen Ableitungen. Warum? Ich schreibe noch mal kurz die Formel für die Tangentialebene auf. Die Tangentialebene hat die Gleichung Ableitung nach x an der Stelle minus 1-0 mal x minus x-Wert, also x minus minus 1 in dem Fall, plus Ableitung nach y an der Stelle minus 1-0, also wieder die x, die Koordinaten eingesetzt, mal y minus y-Wert, ups, plus Funktionswert an der Stelle minus 1 und 0. Das heißt, ich brauche die Ableitung nach x, wo ich nachher die Werte minus 1 und 0 einsetze. Ich brauche die Ableitung nach y, wo ich die Werte minus 1 und 0 einsetze. Und ich setze minus 1 und 0 in die normale Funktion ein. Also, beginnen wir mit der Ableitung nach x. Wenn ich die Funktion nach x ableite, der erste Term x² mal e hoch xy. Ich brauche die Produktregel, weil ich ja zweimal x drin habe. X Ding mal x Ding. Also Produktregel. X² abgeleitet gibt 2x mal e-Term stehen gelassen plus x² stehen gelassen mal e hoch. Ich muss jetzt e hoch xy ableiten. X ist die Variable, y ist die Zahl. Das heißt, der e-Term bleibt da immer stehen. Mal, aber dann brauche ich auch noch die Ableitung von oben. Und wenn Sie die Hochzahl x mal y nach x ableiten, x wird zu 1 und y bleibt stehen, weil es eine Zahl ist, die mit mal verbunden ist. Also ist die innere Ableitung hier noch ein y. Das könnte man jetzt noch vereinfachen, aber ich setze jetzt einfach mal die Zahlen minus 1 und 0 ein. Minus 1 für x, das heißt, ich habe 2 mal minus 1 sind minus 2, mal e hoch x ist minus 1 mal y ist 0, plus x Quadrat, minus 1 quadriert gibt plus 1, mal e hoch x mal y, das Ganze mal y. Naja, der hintere Teil, irgendwas mal 0 gibt 0, das heißt, der hintere Teil fällt weg. Hier vorne e hoch 0 gibt 1, also habe ich minus 2 mal 1, also bleibt mir minus 2 übrig. Das heißt, dieser Teil hier wäre minus 2. Jetzt leite ich nach y ab. Das heißt, ich nehme meine Funktion, leite sie nach y ab, gibt x Quadrat, aus Sicht von y ist das eine Zahl, welche mit mal verbunden ist, bleibt also einfach stehen. Wenn ich einen e-Term ableite, bleibt er prinzipiell immer stehen, mal Ableitung von der Hochzahl. Wenn ich xy nach y ableite, dann ist y die Variable, x ist die Zahl, die stehen bleibt. Das heißt, x bleibt stehen, y abgeleitet gäbe 1. Also habe ich noch hier mal x mal 1. Und wenn ich 3y Quadrat ableite, gibt es natürlich 6y. Ich leite ja nach y ab. X Quadrat mal x könnte ich zusammenfassen zu x hoch 3 mal e hoch xy minus 6y. Und jetzt setze ich hier natürlich wiederum die Werte minus 1 und 0 ein. Das heißt, hy an der Stelle minus 1 und 0 gibt minus 1 hoch 3 sind minus 1 mal e hoch minus 1 mal 0 sind 0 minus 6y, also 6 mal 0. E hoch 0 gibt 1, also habe ich stehen minus 1 mal 1 sind minus 1, minus 0 bleibt bei minus 1. Das heißt, dieser Wert hier ist minus 1. Dann brauche ich noch einen y-Wert, also den Funktionswert an der Stelle minus 1 und 0. Rechnen wir den auch nochmal aus. H von minus 1, 0 heißt, ich setze hier in diese Funktion für x minus 1 ein. Minus 1 quadriert gibt 1 mal e hoch
x mal y minus 1 mal 0 minus 3 mal y Quadrat, also 3 mal 0 Quadrat. E hoch 0 ist 1, also habe ich hier stehen 1 mal 1 minus 0 bleibt bei 1. Also dieser Term hier hat einen Wert 1. Das heißt, meine Tangentialgleichung, meine Tangentialebene hat die Gleichung minus 2 mal x plus 1 minus 1 mal y minus 0 kann ich mir sparen, plus der Wert ist 1. Sprich, meine Tangentialebene hat die Form minus 2x, wenn ich die Klammer ausmultipliziere, minus 2 minus ein y plus 1. Zusammengefasst sind das minus 2x minus y, minus 2 plus 1 sind minus 1. Und damit hätten wir unser gewünschtes Ergebnis.